Moin moin liebe Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren DLC-Vorstellung. Mit dabei diesmal der Amix. Moin moin. Heute ist ein neues DLC erschienen im Euro Truck Simulator 2. Das Mighty Griffin Tuning Pack. Das Video kann ich jedem nur empfehlen. Der Amix hat sich jetzt hier richtig ins Zeug gelegt, hat hier so eine richtig Pornokarre hingelegt. Wir haben gedacht, im Multiplayer zeigen wir euch das mal, aber irgendwie haut das nicht so hin. Wir zeigen euch das gleich nochmal im Detail. Ich zeige euch jetzt mal hier zum Beispiel das Seitenteil, das neu mit dieser V8 drauf, mit dieser Zierleiste. Das sieht total cool aus. Die Kühlergrills kann man so ein bisschen verändern. Das Innenleben, es gibt viel, viel, viel auszubauen. Aber hier beim Amix, der hat alles gemacht. Selbst das Heckblech, wie man sieht, hat er ausgebaut. Nur im Multiplayer ist es leider noch nicht verfügbar, wie man hier sieht. Das Heckteil oder das Kennzeichen hinten schwebt in der Luft. Hat aber auch was. Hat so ein bisschen Ami-Style, finde ich. Ne, wenn man jetzt so diese Hot Rods hat. Ich habe jetzt mal eine Classic-Kiste hier hingestellt. Eigentlich wollten wir, wie gesagt, wollten wir das im Multiplayer zeigen. Man kann das im Multiplayer fahren. Aber sobald man eine Lackierung von den neuen nimmt, wird man gekickt. Mit der Begründung, ändert bitte eure Lackierung, euren Paintjob. So, ich habe mir extra diesen ausgesucht, diesen Zweiachser, weil das sieht einfach viel besser aus. Wenn ihr das Video gesehen habt, gibt es natürlich schon einiges zu sehen. Aber so, Motorgetriebe ist eigentlich alles erstmal irrelevant. Das ist das Innenleben, das ist Classic, ne? Wir haben jetzt mal Classic gemacht. Lackierung, ich darf sie mir nicht kaufen, weil sonst werde ich wieder gekickt. Aber ich kann sie euch zumindest mal zeigen. Das ist, wäre die eine, die habe ich mir schon mal überlegt. Oder der Amix hat auch schon mal zusammengezaubert. So in etwa würde das dann nachher aussehen. Wir werden das natürlich nicht kaufen. Das wäre eine Variante. Und dann gibt es hier noch weitere 5. Die sieht man hier extra mit dieser Krone ausgezeichnet. Auch das kann man natürlich verändern. Ist Effektlack, wie man jetzt hier zum Beispiel sehr gut sehen kann. Ich habe das einfach mal ausprobiert. Hier ist halt der Adler mit drauf. Auch hier ist der Adler auch hinten mit der Krone oben drauf. In mehreren Farben, die man natürlich auch verändern kann. Zum Beispiel kann man ihm ein goldenes Gewand geben, dem Adler. Der Adler kann auch total grün sein, weil der gerade so mit Kurve gefetzt ist mit dem Kante. Die Krone gibt es auch in Orange, in Türkis gibt es ja auch. In sämtlichen Farben halt, ne? So wie wir das kennen. So machen wir das halt auch immer. Wir können ja auch das Gewand jetzt zum Beispiel in Rot nehmen. Sieht natürlich nicht so schön aus wie das klassische. Gut, dann gibt es das natürlich auch noch in verschiedensten Farben. Das Scania kann man natürlich auch ändern in unseren Farben. Hier hinten hat man das Symbol auch nochmal drauf und auch das nochmal in anderen Farbzusammenstellungen. Ich würde aber eigentlich ganz gerne, weil mir das am besten gefällt, mit dieser V8 drauf, in Schwarz. Gelb sind ja mittlerweile unsere Farben. Gut, gehen wir jetzt mal weiter. Alter Schwede, sind da Punkte hinzugekommen, muss ich euch sagen. Wir fangen mal mit den einfachsten an. Natürlich gibt es ja immer noch die Sidepipes. Auch die Felgen müssen wir natürlich dementsprechend ein bisschen umlackieren. Die werden wir natürlich wieder in unserem wunderschönen Gelb nehmen. Das andere lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Na gut, das sieht man jetzt eh nicht. Auch diese Felge werden wir schnell mal in Gelb lackieren. Das passt eigentlich ganz gut dazu. Schwarz finde ich ein bisschen hässlich. Muss man noch mal ein bisschen in Feintuning einstellen, würde ich sagen. Das ist B. D ist natürlich... Nein. Nein, wollen wir nicht. Hier sind halt noch diese IT-Runner. Auch die kann man natürlich farblich sehr gut einstellen. Eingestimmt auf den Anagramm. In Schwarz sieht das natürlich nicht so toll aus. Ja, völlig klar. Nein, das passt auch nicht dazu. Wir nehmen auch da natürlich das hübsche Gelb. Auch hier hinten nehmen wir die Runner-Reifen. Die sind eigentlich sehr beliebt mit den weißen Streifen drauf. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Und zwar gibt es hier Türgriffe mit zum Beispiel V8 drauf. In anderen Designs. Hier ist das Griffin Design
Und hier ist noch mein, also die, mein persönlicher Favorit ist dieser. Dann gibt es hier außen noch, auch wunderschön, passt auch sogar zu dieser Lackierung sehr gut. So, die Einstiege sind eigentlich irrelevant. Wir nehmen aber schöne Pusher-Halter, damit unsere Pusher beim Einsteigen nicht kaputt gehen. So, jetzt haben sie auch vorne schon Schmutzfänger drunter, die von Scania über V8 Power bis King of the Road und auch in Wagenfarbe. Also wenn jetzt das obere hier gelb die Hauptfarbe ist, dann wäre auch das untere in gelb gehalten. Dafür gibt es halt diese grau hinterlegten. Gut, jetzt wollen wir den natürlich auch pornorös ein bisschen ausbauen, so dass das alles nachher ein bisschen hübsch leuchtet, ne? So wie der Amix gemacht hat, wir werden das mal ein bisschen ähnlich machen wie der Amix. Ich weiß ja, wie das aussieht, da hat mir das ja per WhatsApp geschickt, das Bild. Auch hier werden wir schon mal die Leiste, achso, erstmal ja hier Auspuff, ne? Wir hatten ja noch einen Auspuff, ne, haben wir die Leiste. Auspuff kommt ja später noch. Auspuff ist ja diesmal sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. So, den finde ich auch sehr gelungen. Jetzt gibt es hier noch Schutzbügel für Kühlergrill. Hier gibt es noch hinter dem Kühlergrill. Pass auf, wir nehmen den hier nochmal weg, damit man das auch besser sieht. Halt, nochmal ein bisschen beiseite drehen. Hier gibt es noch extra Schutzbügel, die sehr gelungen sind. Nein, halt, doch, hier war das. Und hier gibt es auch nochmal ein extra. Auch die kann man alle belegen. Mit alles mit LEDs. Man kann hier alles mit, also man kann hier einen Tannenbaum draus machen. Hammer, Hammer. Hat der Amix natürlich gemacht. Ich lasse das jetzt einfach mal dran. Dann gibt es hier noch Frontemblem. Ich finde das jetzt nicht so wichtig. Sie sind klein, unauffällig, gut. Wer es mag, okay. Ich finde es jetzt eigentlich eher weniger interessant und würde es auch entfernen, weil es viel interessantere Sachen gibt. Zum Beispiel diese. Wenn man das Emblem dran hat, kann man die hier nicht verwenden. Aber wenn man jetzt mal guckt, ja, hier sind diese roten Dinger, das sind alles LEDs. Ja, hier sind 9. Hier sind es bereits 15. Und hier sind es, warte mal, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 LEDs, also richtig tannenbaumartig, kann man hier seinen Truck schmücken. Wollen wir das mal machen? Machen wir mal, machen, ne? Dauert eine halbe Ewigkeit. Komm, lass mal weg. So, jetzt gibt es natürlich auch einen neuen Kühlergrill. Ja, den gibt es einmal in Schwarz, einmal in Wagenfarbe und einmal in Chrom. Chrom sieht natürlich auch, wenn man jetzt diese Chrom-Stoßstange hat, passt dieses Chrom sehr gut dazu. Hier sieht man auch schon diese einzelne LED. Na gut, komm, machen wir uns die Arbeit. Ihr wollt ja auch sehen, wie das aussieht. Wir wollen ja nicht ein DLC vorstellen, wo wir denn nicht alles gemacht haben. So, dauert jetzt ein bisschen. Also dieses DLC, ich kann euch ja mal weiter erzählen, wenn wir das hier ein bisschen bequatschen. Amix, dieses DLC ist nur für Scania, oder? Nur für Scania. Also dieses DLC bezieht sich hauptsächlich auf Scania. Ich denke mal, das werden die zusammen mit dem Hersteller ein bisschen bearbeitet haben, um halt so ein bisschen Scania in den Vordergrund zu drücken. Ne? Hier seht ihr die ganzen LEDs. Ist natürlich eine geile Sache. Ja. Dann gibt es hier jetzt noch so eine für, ich sag mal jetzt so, für die Wischerblätter zum Schonen. Ja. So wie im ATS, diese Windshot. Das sieht schon echt geil aus. Steinschlagschutz nennt man das. Steinschlagschutz. Ja, wir können das ja auch nachher mal ruhig so kaufen. Ich werde dann halt zwar vom Server gekickt, aber das macht nichts. So, jetzt gibt es. Den Steinschlagschutz kannst du kaufen. Ja, aber ich habe auch die Lackierung und alles drauf. Ich werde das nachher mal kaufen, dann werde ich halt vom Server gekickt, dann ist das so. Wir haben mal bei dir geguckt, wie das aussieht. Mehr können wir natürlich nicht rausholen. Denn gibt es jetzt anstatt der, nur die Kennzeichen, gibt es jetzt Scania-Embleme. Einmal rein ins Glas graviert oder halt sogar beleuchtet mit LED. Dann nehmen wir mal auf meiner Fahrerseite das V8 und auf der Beifahrerseite das Mighty Griffin Emblem.
Und in der Mitte gibt es natürlich noch auch einmal also unbeleuchtet und einmal beleuchtet. Natürlich nehmen wir Scania V8. So, und jetzt können wir auch wieder den Kühlergrill vorne dran setzen. Da werden zwar einige LEDs, wie sagt man dazu, behindert, verdeckt. Nö, die werden nicht verdeckt. Verdeckt. Okay, werden nicht verdeckt. So, dann... Ja, Mirage ist nicht verfügbar. Wollen wir auch nicht. Ja, dann müssen wir den Frontspiegel halt entfernen. Wir wollen ja ordentlich mal Tannenbaum machen. Dach machen wir hier auch einen ordentlichen Bügel drauf. Hier vorne. In der Mitte. Links und rechts die Randale. Ach nee, gar nicht. Müssen wir anders machen. Erst die Frontscheinwerfer. Die Suchscheinwerfer. Also mich stört das auch nicht, wenn das ein bisschen mehr kostet. Dann machen wir hier an den Seiten schön die Randale-Lampen drauf. Ja, und alles andere können wir eigentlich auch weglassen. Die möchte ich nicht so gerne haben. Das sind extra Dinger. Reicht mir so völlig. Gut, das haben wir gemacht. Ich bin eh jetzt vom Game gekickt, weil ich AFK waren vom Dings her war. So, wollen wir jetzt drin machen oder wollen wir gleich von hinten der Gerät machen? Okay, warte. Ich würde von außen erstmal machen und dann von innen. Gut. Das übernehmen wir auch so. Hier gibt es noch Scania, Schmutzfänger, King of the Road. Ja, solche Dinge, wie man auch schon so kennt. King of the Road, Scania, Scania und Scania. Aber... Da man ja eben schon gesehen hat, es gibt diese Rückleuchten auch in anders. Dann sieht man hier schon, dass die hat man auch schon mal gesehen. Ich habe die noch nicht oft gesehen, aber die erste Variante habe ich auch schon mal gesehen. Das ist natürlich auch wieder sehr cool für diejenigen, die ordentlich mit LEDs spielen wollen, wie wir. Auch da werden wir natürlich jede weitere LED schön hinzufügen. Um ordentlich mal Beleuchtung ins Spiel zu bringen, damit unsere freundliche Lichtmaschine mal ein bisschen ins Kurbeln kommt. So, jetzt haben wir die schon oben unten dran. Jetzt gibt es aber mit der Heckleuchte gibt es weitere Schmutzfänger. Die gibt es anscheinend nur mit der. Ach so, hier ist die deutsche Variante und hier ist die UK-Variante. Ha, geil, habe ich ja gar nicht gesehen. So, dann gibt es noch einmal wie immer King of the Road, Scania und Scania mit Blech. Ja, das sieht auch alles schon ganz schön schmuck aus. Da können auch nicht mehr viele Steine nach hinten wegfallen. Gut, das war das. Dann haben wir hier oben natürlich auch noch ein paar neue Punkte. Einmal gibt es das glatte Blech oben drauf. Das sieht schon ganz schön geil aus, auch wenn man ohne Trailer unterwegs ist. Das haben die sehr schick gemacht. Ich persönlich finde das Riffelblech aber besser. A, funktioneller und B, sieht es etwas besser aus. So, jetzt kommen wir zu den ersten Highlights dieses DLCs. Es gibt Ofenrohre mit Fett V8 in der Mitte. Das erinnert schon fast an ATS. Ich finde die aber jetzt nicht ganz so schön. Ja, dann gibt es noch hier, das ist schon noch mehr V8-Style ohne V8 in der Mitte. Und dann gibt es noch die. Das ist doch mal geil, oder? Das sieht echt cool aus, Mann. Ich glaube nicht, dass es an irgendeinem LKW so verbaut gibt. Glaube ich ganz ehrlich nicht. Aber vom Ding her sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Gut. Wollen wir nicht viel zu lange schnacken, gehen wir in den Innenraum. Auch hier gibt es ein bisschen was Neues. Denn es gibt einen neuen Vorhang. Auch extra gekennzeichnet. Flaggen gibt es keine neue. Das haben wir gemacht. Hier gibt es den Rocket League Ball. Da werde ich auch beibehalten, weil da gibt es auch nichts Neues. Amix meinte noch irgendwas Armaturenbrett neue. Guck mal, rechte Seite, da hast du einen neuen Punkt. Wo denn?
Wenn du rüber gehst, sind zwei, ist ein, auf dem Armaturenbrett. Ja. Heißt Cockpit Sets. Oh ja. Center Dashboard. Oh. Und da kannst du noch mehr auf dein Armaturenbrett packen. Und für die Mittelkonsole gibt es auch wieder neue Futures da unten. Ben. Ja, da gehen wir gleich drauf zu. Das ist natürlich schon richtig heftig, aber das ist natürlich Porno, Alter. Und achte mal drauf, was du draufstellen kannst jetzt noch. Such ja, ich wollte, ich will mir das erstmal von draußen angucken. Geil, das habe ich auch noch nicht gesehen. Danke für den Hinweis, Amix. Bitte? So, dann wollen wir mal gucken, was wir da jetzt alles raufbauen können. Also, da hätten wir... Oh, auch. Scania V8 Tasse. Was haben wir denn da noch? Oh, cool, Mini-LKW. Ja, ist geil, oder? Yay. Ein Scania Leder-Etui. Und das war's auch schon, ne? Aber kannst du ordentlich ein paar Rocket League-Fahrzeuge hinstellen. Ja. Und natürlich deine Scania Gatebörse oder was das ist hier. Ja, die habe ich auch schon eingestellt. Achso, wir wollten ja auch noch ein bisschen... So, das ist unser Fuhrpark hier. Der Kante und Amix zuckt. Fuhrpark. Ja, oh, ein Scania Cabby gibt's jetzt. Ja. Ja. Cool, das habe ich mir gleich reingelegt. Eine Tasse, ein Leder-Etui und das Scania Cabby. Scania Cabby sieht natürlich auch cool aus. Ansonsten Beifahrersitz und sowas ist natürlich nichts Neues. Leider nicht. Hast du deinen Vorhang schon gemacht? Ja, den Vorhang habe ich schon vorgemacht. Oh, da hätte ich ja fast vergessen. Da hinten ist ja auch noch ein Punkt. Scania V8 Power Emblem LED. Ja, das habe ich drin. Und dann haben wir noch dazu das Scania Emblem, das ist ein bisschen bunter. Und das Mighty Griffin Emblem. Wir werden jetzt erstmal das V8 Emblem nehmen, weil ich finde das eigentlich ganz cool. Das haben die richtig geil gemacht. So, jetzt gucken wir nochmal von außen. Das müsste es von innen jetzt auch eigentlich gewesen sein. Wir müssen jetzt sogar durch sein. Ja, einfach nochmal so zum Angucken. So ungefähr sieht Amix dann auch aus, nur mit der Lackierung ein bisschen anders. Vorne haben wir auch alles fertig. Einmal kurz Lichttest. Ja, Lichtmaschine sagt schon. Das sieht schon mal cool aus. Wir gehen jetzt mal bestellen. So. Müsste sogar noch dunkel draußen sein. Nee, ist doch nicht. Aber ich bin jetzt ja eh off, ne? Der Sound ist immer noch gleich. Wie man sieht. So, wollen wir mal gucken. Wo haben wir denn... Hier haben wir die Außenkamera. Aber ich glaube nicht, dass die so gute Bilder macht. Dass man einfach mal sieht, wie das so aussieht. Oh, ich habe Licht gar nicht an. So sieht das Ganze mit Licht vorne aus. Ist natürlich schon ganz schön heftig. Aber wie ihr gesehen habt, im DLC, im Online-DLC ist es noch nicht verfügbar. Oh, wenn man da auf die Bremse tritt, dann ist man auch gleich geblendet. Welches Heckteil hast du denn verbaut, wenn ich fragen darf? Welches Heckteil? Deins. Warte, ich finde das geil. Ja, ist sehr viel mit Chrom und das passt mit diesem Schwarz echt gut zusammen. Das hast du ja am Anfang schon gesagt. Ja. Den Tipp hat Amix mir schon gegeben. Auch sehr schön, da im Hintergrund das V8 zu sehen in der Kabine. Und auch die LEDs hier vorne sind sehr gut zu sehen. Die ganzen Fahrzeuge wackeln sich ein zurecht. Geil. Obwohl ich das V8 vom Emblem her, also von diesem Beleuchteten vorne in der Scheibe, nicht so schön finde. Finde ich das andere, das McGriffin, eigentlich schon viel geiler. Und zu anderen Lackierungen passt natürlich auch der lackierte Kühlergrill doch noch etwas besser als dieser. So, das war es eigentlich von mir soweit. Achso, ich habe jetzt gar nicht... Das nehmen wir nochmal weg. Spiegel wollen wir auch nicht haben. Warte, wo war das jetzt? Da. Front- und Dachmarkierung wollen wir mit anhaben. So, machen wir jetzt noch die Randalelampen. Halt. Einmal Randalelampen an.
Einmal hier Flutlichter. So, das war es eigentlich soweit von dem Kante. Unser neues Design für unseren nächsten Livestream werden wir natürlich noch nicht machen. Dafür muss erst das Online-Update kommen, der Multiplayer-Update. Dann können wir auch unser neues Design zusammenstellen, mit dem wir alle zusammen wieder Konvoi fahren werden. Wann der nächste Konvoi ist, werde ich euch natürlich noch in einem weiteren Infovideo bekannt geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen hoch da, wenn ihr noch kein Abo habt. Nehmt eins mit, schaut in die Sightseeing-Tour rein und in die Livestreams. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Tschüss!